Vorne müssen wir links. Jo, jetzt müssen wir hier schon wieder auf grün warten. Wie denn auch sonst, ja. Na, es wird rot. Oh! Okay, wo fahren wir denn jetzt hin? Ach du Heilige. Ja, da kam dann gerade doch eine Einladung von Steam. Muss ich mich doch gleich auf Offline stellen. So, sind wir auch hier in Mainz mit einer halben Stunde Verfrühung. So, jetzt muss ich kurz... Wunderbar, dann machen wir 7, 8, 7, 9, 10, wollte ich sagen. Oh, die Leute steigen hier aus. Nach Dresden? Das will ich mal checken. Ja, fahr ich auch nicht. Alter. Jetzt haben mich drei verschiedene Leute angeschrieben. So, offline. Wunderbar. Grüezi, Frankfurt Airport. Bitteschön. Hallo, bitte sehr. Bitteschön. Hi, Sie wollen bestimmt mein Ticket. Jawohl. Guten Tag, ich hoffe, ich bin hier richtig. Danke sehr. Ja, bitte. Ja. Alter. Alter. Umgebung mache ich gleich auf 0, ja, wenn das so weitergeht. Weil die Umgebung kotzt. Nein, danke. Okay. Die Umgebung kotzt mich so langsam echt an. So, 7, 8, 10. 7, 19 meine ich. Halt, ich bin wieder ausgestiegen. Weiter geht es nach Wiesbaden. Oder haben wir hier so einen Hubbel? Können wir schön langsam drüber fahren. Dann wären wir eh rot. Och jo. Och jo. Haben wir nicht auch irgendwo eine Karte? Oh ne. Ich kann ihn das wegmachen wieder. Ich will das wegmachen! Hm? Oh, wunderbar. Ah, jetzt habe ich die zwei. Oh, wunderbar. Oh, ich habe grün. Eieiei. Jetzt habe ich die zwei Spiegel, ja, das ist natürlich blendend. Den linken bräuchte ich ja eigentlich nicht mal, aber... Ich lasse ihn trotzdem mal dran. Oh. Da müssen wir geradeaus. Da funkt... Ey! Deine Bremslichter funktionieren nicht, Mann. Ist ja tödlich. Das ist tödlich. Och, und wir stehen. Das ist, also die Stadtfahrt ist echt am schlimmsten, weil du echt an jeder Ampel stehst, ja. Oh, schon wieder. Aber da müssen wir links. Wunderbar. Aber von da kommen wir auch.
Aber ich glaube, der meckert dann wieder rum, dass er nicht fahren kann. Ja. Warten wir halt mal wieder an der Ampel. Ist ja nichts Neues. Da, bis der anfährt. Und ich merke schon wieder die niedrigen FPS in der Stadt. Das ist echt krass. Die Ampel nicht mehr. Komm schon, gib mir grün. Auf geht's. Ja, komm, jawohl. Also das finde ich cool, dieses langsame Rüberschwenken bitte in die Hauptansicht. Finde ich echt nice gemacht, muss ich sagen. Das Einzige, was ich nicht so nice finde, sind die dauerhaften roten Ampeln. Ja. Die habe ich schon tagsüber genug, ja. Jetzt muss ich sie abends auch noch gedulden. Oh, wir haben grün. Na, da ist jetzt zum Beispiel das Auto gleich angefahren. Das ist interessant. Das ist sehr interessant. Und warum ist um 19 Uhr, sagen wir mal 30, so viel los hier? Okay, da links stehen sie. Ich muss aber rechts abbiegen. Jo! Hat er dann nochmal hingebremst, bevor er abgebogen ist? Alles klar. Und wir fahren immer noch keine Autobahn. Okay. Ich konnte mir doch auch irgendwo die Map anzeigen lassen. Ah ja, genau. So, wir sind jetzt gerade in Mainz gewesen, genau. Ach doch, da geht's auf die Autobahn. Ist ja wunderbar. Fernlicht gibt's nicht. Tut mir leid. So, hier müssen wir drauf. Uiui. Okay, richtig schöne große Autobahnauffahrt. Also so eilig habe ich es jetzt auch nicht. Jetzt motzt doch nicht rum, weil ich hier auf die Autobahn auffahre. Alter. Willst du mich verarschen? Der hält volle Kanne auf dem Beschleunigungsstreifen an. Ach, der ist noch neben mir. Ja, ist okay. What the fuck? Ich hab gedacht, das ist schon lang vorbei. Ja, den müssen wir jetzt aber erstmal überholen. Oh! Okay, ich sehe schon hinter mir, habe ich einen kleinen Unfall verursacht.
Das Spiel ist cool. Ist echt geil. Ah. Gott sei Dank gibt es keinen ja, physikalischen Schaden am Fahrzeug. Weil das wäre ein bisschen schlecht. Da müsste ich ja, was weiß ich, wie oft in die Werkstatt. Köln, Frankfurt, Wiesbaden. Wiesbaden geht geradeaus. Und da wollen wir ja auch hin. So, Tempomat. Uiui. Da bremst uns der LKW ein bisschen aus, aber wir dürfen ja 100 fahren. Deshalb kein Problem. Großes Autobahnkreuz. Wir können wieder rüberfahren. Wunderbar. Tempomat reinmachen. Mache ich das 80. Hier ist schon Wiesbaden. Wir sind schon da. Okay, lol. Ging jetzt aber ruckzuck, muss man sagen. Oh ja, den will ich jetzt aber überholen. Ich finde es schön, dass ja, dass man zum Beispiel nicht nur am Tag fahren kann, sondern natürlich auch in der Nacht. Das ist um einiges schöner dann. Lol, der LKW überholt mich. Nee, 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 nee. So siehst du aus. Lol, da gab's gerade ein Leck. Oh, die stehen. Ja, easy. Oh nö. Ja, was? Willst du mich ver... Wärst du nicht da, wäre ich locker über die Ampel drüber gekommen. Oh, jetzt muss ich so nach oben blicken. Oder gibt's noch eine andere? Nee, gibt bloß die. Wir müssen links und dann glaube ich. Gleich nochmal links, kann das sein? Wenn ich mich nicht verschaut habe. Und wir sind jetzt mittlerweile schon eine Stunde zu früh. Ich habe keine Ahnung, wer sich den Plan da ausgedacht hat oder die Zeiten, ja. Aber ich fahre ja nicht wirklich schneller als es jetzt das Schild erlaubt, ja. Deshalb wundert es mich, wo man so viel Zeit verlieren soll. Weil ich weiß es nämlich nicht. Keine Ahnung. Weil die Zeit vergeht ja auch nicht wirklich schnell. Deshalb, ja. Also, da könnte man vielleicht dann auch nochmal irgendwas machen bei einem Update. Aber ich habe mir mal so den Bericht angelesen oder Bericht gelesen, was sie ja so an Updates gemacht haben und ja, ist jetzt nicht irgendwas Spezielles und ich habe auch viele Wünsche darunter gelesen, was die Community sich denn wünscht. Und da sind dann halt schon natürlich bessere Sachen dabei. Ist ja klar, weil ich sehe hier gar nichts.
Aber ich glaube, das hat gepasst soweit. So. Ich frag mich ja echt, ob das bei Flixbus echt so ist, dass der dass jetzt jedes Mal hier der LKW-Fahrer aussteigen muss und da irgendwie die Tickets kontrollieren muss oder so. Danke. Jojo, bitteschön. Bitteschön. Ciao. Grüezi Sie bitte sehr. Danke sehr. Wo bist du da? Tag, ich hoffe, ich bin hier richtig. Ciao. Jawohl. Hab ich alle? Jawohl. Hab ich alle. Du, 7, 8, 10. So. Dann geht es weiter nach Frankfurt Airport. Und da bin ich mal auch gespannt, ob das jetzt wirklich am Airport ist oder ob das einfach bloß so, ja, so nachgestellt ist. Und einfach auch bloß so ein paar Häuser da sind. Bin ich mal gespannt drauf. Oh! Wir müssen da wahrscheinlich wieder rausfahren. Kann ich mir vorstellen. Dann bin ich mal gespannt, wie viel Zeit wir denn noch rausholen. Und vielleicht hat es ja noch irgendwas mit dieser Check-in-Dauer zu tun. Ich habe keine Ahnung. Aber ich stelle dir ja immer das Niedrigste ein. Diese 2. Niedriger geht ja nicht mehr. DD, der kommt aus Dresden. Was haben wir da drüben? Kann ich nicht sehen. Ach so, kann man es erst recht nicht sehen. Was hat, kann man nicht lesen. Okay. Alles klar. So, der hat EZ. Was ist denn EZ? Easy. Was ist denn Easy? Als ob es das gibt. Oh je, wenn die jetzt grün haben, dann haben wir jetzt richtig lange grün. Rot, nicht grün. What the f- Ich bin schon total verwirrt. Ich bin schon total verwirrt vom Busfahren. Das 40 Kilometer sind es bloß von Wiesbaden zum Frankfurt Airport. Okay. Jetzt pass auf, ich überhol dich. Ja. So, überholt. Easy. Oje, oje, oje. Haben wir halt den einen überholt, aber haben trotzdem noch einen langsamen vor uns. So, und da die Leute es ja nicht sehr schnell mögen, machen wir einfach mal den Tempomat hier rein. Oje. Was ist denn hier nachts noch los? Ja, okay, es ist erst 20 Uhr, aber trotzdem. Ob da noch so viel los ist, bin ich mal gespannt, weil wir fahren ja, glaube ich, bis... Ich glaube, wir fahren bis nach 24 Uhr. Ob da immer noch so viel los ist, weil das würde mich dann stark wundern.